Und neben mir begrüßen darf ich jetzt den ORF24-TV-Musikexperten Thomas Zeidler. Schön, dass Sie da sind. Schönen Nachmittag, leider ein trauriger. Ich wollte gerade sagen, ein sehr trauriger Anlass, denn Willi Residaritz ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Wie überraschend ist das gekommen? Extrem überraschend. Er ist gestern noch auf der Bühne gestanden. Er hat gestern noch beim Flüchtlingsball im Wiener Rathaus, den er ja vor Jahren erfunden und initiiert hat, gesungen, gespielt, schmähgerissen, war der Willi Residaritz, war der Ostbahnkutti. Diese Meldung ist ganz einfach so, dass er gestorben ist, ist so unpackbar. Ja. Hat am Freitag noch in St. Pölten gespielt mit einer seiner Bands, hat den Amadeus gerade erst gewonnen, ja. Stand mitten im Leben. Wir haben alles gehört, er musste diese beiden Ukraine-Benefizkonzerte wegen Corona absagen, aber er hat nachher wieder gespielt. Ja. Es ist echt unfassbar. Er war als Ostbahnkurti bekannt, aber auch für sein Engagement in sozialer Hinsicht. Wie würdest du denn Willi Residaritz sowohl auf der Bühne als auch abseits der Bühne beschreiben? Als Mensch. Es war einer der ganz, ganz wenigen wirklichen Menschen in diesem Moloch der Musikszene. Ja. Der hat das Herz immer am rechten Fleck getragen. Als Ostbahnkurti hat er, das war halt eine Kunstfigur, wo er halt ein gewisses Publikum bedient hat, mit einer Partymusik, kann man so sagen. Aber als Willi Residaritz war der quasi ein Vorreiter, was alle Benefizsachen angeht. Er war auch musikalisch viel, viel mehr als der Ostbahnkurti. Er hat ja 10, 15 Projekte gehabt. Das ist in den Jazz gegangen, das ist in den Blues gegangen. Er hat quasi die Fahne der Musik hochgehalten. Auch mit 73 Jahren war er noch so jung im Kopf und im Geist. Ja. Er hat ja nicht nur die österreichische Musikszene geprägt, sondern war auch international bekannt. Was sind denn deine Lieblingstitel oder dein Lieblingstitel? Ja, es ist natürlich alles, was mit dem Ostbahnkurti. Der hat natürlich das geschafft, was auch nicht so einfach ist, rechtlich ganz einfach, aber da hat ihm ja auch damals sein Mentor Günter Pödel sehr geholfen. Er hat ganz einfach den Bruce Springsteen auf Wienerisch gemacht. Eine Nummer wie Arbeit ist wahrscheinlich die Hymne für alle Menschen, die in der Früh ins Büro oder in eine Fabrik oder arbeiten gehen müssen. Feier ist eine sensationelle Nummer. Gehen wir es wieder an. Das waren ganz einfach auch Statements, die man immer wieder verwenden konnte. Jetzt, egal, ob es Musik war oder ob das, hat sich ja schon quasi in unsere DNA mit übertragen, was er gemacht hat. Er hat eine bemerkenswerte musikalische Laufbahn hinter sich. Was hat ihm die Musik bedeutet? Das war alles. Das war sein Lebenselixier. Er hat immer wieder Schwächen gezeigt, die auch mit dem Alter zusammenhängen. Aber er hat gesagt ganz einfach, wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich wieder fit. Das ist mein Lebenselixier. Egal wie schlecht es mir geht, er hatte ja Depressionen und all diese Dinge. Aber er hat gesagt, gebt mir ein Mikrofon, gebt mir eine Gitarre. Und das ist ganz einfach, so wie andere Leute fit gespritzt werden müssen, war das für ihn das große Doping. Ja. Du hast auch gerade vorhin das Benefizkonzert angesprochen. Vor 2 Wochen hätte er auftreten sollen im Rahmen eben des Ukraine-Krieges, konnte dann aber leider nicht aufgrund einer Corona-Erkrankung. Wie traurig war er? Voll. Das war natürlich für ihn ganz, ganz, ganz wichtig, dass er das machen kann. Er wollte so wie alle ein Zeichen setzen, ja, und dann wirst du halt durch so eine depperte, jetzt blöde gesagt, Krankheit da rausgerissen. Er hätte dort natürlich den großen, großen Jubel, er war der Headliner. Ja? Also er ist über Wander, Bilderbuch und dem kompletten Austropop gestanden. Allein quasi diese Lob und Ehre abzuholen, das ihm aber egal war oder gewesen wäre. Aber dann halt wegen einem positiven Test dann nicht mitmachen zu können, das hat ihn sicher sehr getroffen. Ja? Er hat die österreichische Musikwelt geprägt. Wie beliebt war er in dieser Branche? Ja, er war sicher einer der beliebtesten. Ich glaube ganz einfach, also du kannst den schon auf eine Stufe mit Ambros Fendrich und Danzer stellen, wenn nicht sogar etwas darüber, weil er halt auch immer diesen Benefiz- und Solidaritätsgedanken gemacht hat. Was der Ambros ein bisschen unzugänglich war und der Fendrich auch sich abgekapselt hat, war der Ostbahnkurti immer der große gemeinsame Nenner war. Ja, man hat das auch gesehen, er hat ja seinen 70. Geburtstag vor etwas mehr als 3 Jahren mit 2 großen Konzerten in der Stadthalle gespielt, wo alle seine Wegbegleiter dabei waren. Das waren 11 Bands.
ja, und die nach wie vor alle befreundet mit ihm sind. Allein das zeigt er schon. Oft zerstreiten sie, will keiner mehr mit dem anderen sprechen. Aber da ist ganz einfach, er war so der große Zusammenhalt des Austropop. Wir haben schon über seine soziale Ader gesprochen. Man muss auch dazu sagen, er war auch immer für einen Schmäh zu haben, auch bei Interviews. Er hat immer für Lacher gesorgt. Wie würdest du Willi Residaritz beschreiben? Ja, das war natürlich er. Er hat natürlich immer gespielt. Die Rolle des Osman Kutis war eine gute, erfundene Rolle. Da kann man ja alt machen, da setzt man sich eine Sonnenbrille auf und ist ein anderer Mensch. Das hat er immer gut gemacht. Aber ihm war schon auch wichtig, es gehört ja zu dem Ganzen, das ist ja alles keine bierernste Sache. Und ich glaube auch, wenn man jetzt Benefiz-Gedanken, die er ja mehr als gehegt hat, auch mit etwas Schmäh und ein Herz rüberbringt, dann trifft man ja viel mehr in die Herzen der Menschen, als wenn man nur biedere Zahlen und stocksteif ist. Das war er sicher nicht. Ja. Falls man das überhaupt sagen kann, was hat ihm mehr bedeutet, auf der Bühne musizieren oder in diese Augen zu schauen, diese strahlenden Augen von den Zusehern? Ja, ich glaube, das war ein Mix aus beiden. Man muss natürlich einmal zuerst die Musik produzieren, um quasi das Lächeln der Leute zu erzielen. Und er war da ja ein Hansdampf in allen Gassen. Er hat ja keine Ruhe gegeben, wie man so auf ihn sagt. Er hat ja immer neue Projekte gemacht. Er hat ja immer mit den unterschiedlichsten Leuten gespielt. Er hat gerade erst wieder ein Amadeus gewonnen, ja, quasi die höchste Auszeichnung in der Kategorie Blues, World Music und Jazz, ja, die ja eine extrem breite ist, ja, und das Jahre nachdem er bereits für das Lebenswerk, was für viele so hackerl und die Karriere ist vorbei, aber das zeigt ja, dass er immer noch ein Suchender und ein Musizierender, der da gesagt hat, Rock'n'Roll ist mein Lebenselixier. Wie ist Willi Residaritz denn eigentlich zur Musik gekommen? Probieren, probieren, probieren. Ich glaube ganz einfach, dass das damals in den 70er Jahren auch so eine schöne Aufbruchsstimmung in Wien war, wo man ganz einfach Musik gemacht hat. Da war plötzlich der Anbruch, plötzlich hat man gesehen, es funktioniert, es geht mit dem Austropop was weiter. Das war ja eine Musik, die es ja vorher nicht gab. Ja, da kam Ariane Ment mit der Glocken, dann kam der Ambros mit dem Hofer und plötzlich haben die Leute österreichische Musik gehört, was natürlich für alle anderen ein Signal war, es auch zu probieren, egal ob man das jetzt kann oder nicht. Das war damals so, wie es jetzt ein bisschen ist, wo du jetzt mit Wanderbilderbuch, Seiler und Speer, Bezerra und die aus, jetzt plötzlich hast du einen großen Austropop. Damals war er quasi einer, der Mitbegründer war, ganz einfach, weil er erst ein Ausdruck, den er gerne gesagt hat, sie nichts geschissen hat, sondern ganz einfach Musik gemacht hat. In den vergangenen zwei Jahren hat ja besonders unter dieser Corona-Pandemie auch die Kulturbranche gelitten. Wie schwer, wie traurig, glaubst du, war Willi Residaritz darüber, dass er eine lange Zeit nicht mehr auf der Bühne stand? Ja, er konnte eine lange Zeit nicht auf der Bühne stehen, wo er einer der Ersten, der wieder losgelegt hat, weil er überall gespielt hat. Der hat auf Fußballplätzen gespielt, in kleinen Clubs, in Stadttheatern, hat mit all seinen Bands und Projekten gespielt. Hat jeder, er war sich nicht so gut. Manche sagen, unter der Stadthalle tue ich es nicht. Oder ich muss im Stadion spielen oder es müssen zumindest 1500 Tickets verkauft sein, dass ich mir mein Abendbrot leisten. Er hat gesagt, ich spiele. Mir ist es wichtig, auf der Bühne zu stehen und spielen. Und genau diese Energie hat er dann auch immer rübergebracht. Ja. Wenn du Willi Residaritz in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde dieser lauten? Ja, er war eines der Genies des Austropop. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast bei diesem traurigen Anlass. Bitte, gerne.